Willkommen zu meinem Tutorial zu View Your Mind. In meinem Tutorial zeige ich euch, für was ihr View Your Mind benutzen könnt, wie ihr Texte, Bilder, Links übersichtlich im Mindmap verstauen könnt. Ich zeige euch verschiedene nützliche Shortcuts und ich zeige euch eine Beispielmap, die ich erstellt habe. Was benutze ich View Your Mind? Um Vorbereitungen für Artikel, Zeitungen oder Bücher zu treffen, um Arbeitsschritte festzuhalten, um komplexe Dateien zu sortieren, um Konferenzen zu moderieren, für das Sortieren von E-Mails, Dateien oder Lesezeichen an deinem Computer, für Brainstorming, um zum Beispiel Probleme zu lösen, um sich Dinge zu merken wie Fakten, Namen oder zum Beispiel Wiki. In View Your Mind hat man die Möglichkeit, Texte, Links und Bilder hinzuzufügen. Bilder fügt man hinzu, indem man einen Zweig auswählt, rechtsklick und dann hier auf Add geht. Dann kann man hier auf seinem Computer Bilder suchen, die man downloadet hat, diese auswählen und hinzufügen. Die Bilder verbinden sich auch mit der Map. Notizen bzw. Texte fügt man hinzu, indem man auf ein Zweig geht, die Enter-Taste betätigt und dann kann man hier einen Text eingeben, wie zum Beispiel: Ich mache gerade ein Tutorial. Sobald man das getan hat, erscheint hier neben dem Zweig ein Notizeditor-Zeichen. Wenn man das anklickt, öffnet sich der Editor, erschließt sich der Editor und er öffnet sich natürlich auch. Links fügt man hinzu, indem man auf einen Zweig geht, Rechtsklick macht, auf Verweise URLs, View Your Mind, und URL editieren. Hier habe ich das schon gemacht. Du kannst hier dann einfach eine URL eingeben und dann auf OK klicken. Dann erscheint hier neben dem Zweig das URL-Symbol. Wenn man das anklickt, öffnet sich die URL im Browser. So könnte eine Map aussehen mit ganz vielen Pfaden. Man kann zu den Zweigen gewisse Icons hinzufügen, um sie zu markieren. Hier, ich habe bei ganz vielen Zweigen eine Notiz hinterlassen und bei einigen auch einen Link. Bilder habe ich bei dieser Map nicht eingebaut, aber das könnte man natürlich auch tun. Man kann die Farben des Zweiges verändern, indem man hier eine Farbe auswählt. Und ja, so könnte eine Map aussehen. Das war's mit dem Tutorial zu View Your Mind. Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen und wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Programm.